Hallo Hertha-Fans, heute zum ersten Mal wieder beim Training dabei, Julian Schieber. Julian, wie war es für dich, am ersten Mal wieder mit der Mannschaft zu trainieren und nicht von außen zugucken zu müssen? Tja, heute stand Futsal auf dem Plan. Da gibt es natürlich nur ein Team, das gewinnen kann. In dem wollte ich sein, in dem war ich. Ja, du hast ja das Richtige ausgesucht mit dem Knipser Weder zusammen, habt ihr die anderen abgeschossen. Wie war es so wieder, dieses Ballgefühl mit den Kollegen, eben auch den Trash-Talk, den ganzen... Das Ganze drumherum. Ja, erste Training auch nach der Woche oder in der Woche. Natürlich ist ja noch ein bisschen Lockerheit dabei, nicht der pure Ernst. Daher, da war viel Spaß dabei, ein bisschen Trash-Talk. Hat Spaß gemacht, gut bei den Jungs einfach zu sein. Darauf habe ich so lange hingearbeitet, um einfach wieder in der Kreise zu sein. Das ist das Gefühl, was ich brauche, in der Mannschaft zu sein und nicht außerhalb der Mannschaft. Von daher bin ich froh, dass heute geklappt hat und hoffe, ich kann noch viele weitere Trainings teilnehmen. Du hast das am Anfang vom Training, hat man so richtig die Atmosphäre. Die Leute haben sich einfach gefreut, dass du zurückgekommen bist, oder? Ja, das Gefühl hatte ich auch doch, dass es mehr freudige Gesichter waren als bösartige, von daher nein. Ich stehe ja eng im Team, ich mag die Truppe, ich bin witzig, die Jungs mag mich, ich mache gern meine Witze und so, das passt gut, von daher ist es umso schöner, jetzt dabei zu sein. Und jetzt am Wochenende gleich Kaderplatz, oder? Ist ja jetzt safe. Lass mal die Kirche im Dorf, ja? Nein, ganz locker reinkommen, so wie die Absprache ist, erstmal reinfinden, Rhythmus. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat, noch in der Vorrunde. Dezember will ich noch jede Trainingseinheit mitnehmen und dann wird man einfach sehen, wie sich die Wochen entwickeln. War das jetzt für deinen Kopf einfach auch wichtig, dass du mal wieder auf dem Platz bist, dass du mit den anderen trainierst? Dass du eben nicht mehr alleine bist? Ich meine, Fiete ist auch ein netter Kumpel, aber mit den anderen ist halt schon anders. Es ist halt ein anderes Training. Beim Hendrik Fiet habe ich tolle Wochen hinter mir gehabt, aber es war halt dann trotzdem Individualtraining, es war alles gesteuert und jetzt kommt halt Fußball, das Futsal, da kannst dich nicht verstecken. Du musst die Bewegung mitgehen mit den Jungs, die sind so schnell teilweise, das habe ich gar nicht mit dem Gespür und das braucht jetzt mein Knie auch erst wieder die Reaktion und so und von daher ist das der Anfang. Ja, der Anfang ist auch mit der Kälte, deswegen verziehen wir uns jetzt ins Warme. Schönen Abend. Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.